Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Und ja, letzte Folge die Zeremonie absolviert. Heute sollen wir mit Thealor die nächsten Schritte besprechen. Ach ja, ihr schon wieder. Halbwegs, ja. Welche? Bei dem Siegestein, wofür genau brauchen wir ihn? Wie das? Deshalb brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Also müssen wir was in den Verstand dieses Pyreas eindringen? Jetzt wollen wir mal die Karte angucken. Guck mal, das ist Enderal. Jetzt so auch verglichen, ne? Passt das auch halbwegs? Wir sind jetzt etwa hier. Irgendwo. Arazial, Kyra, Nerim, Vyn. Arkdven, die Skaragschen Inseln. Der Goethe von Kelae. Myr-Aranat. So, die Lücke zwischen dem ganz, ganz großen Festland anscheinend, Nerim, Kyra, Arazial und Enderal ist so groß wie das Land hier von dieser Flussheim bis Ark. Das ist nicht viel. So, so. Könnte man durchschwimmen. Schade, dass wir nicht dahin können. Ja, auch wenn ich gerne sogar zu anderen Orten wie die Skaragschen Inseln etc. wollen würde. So, das Wort der Toten. Die Steinfragmente, die ich Lichari Pegas zu retten half, ergaben zusammen einen Siegestein, der uns vom Orden, vor dem rauten Wahnsinn schützen kann. Das Problem, um die Splitter zu einen, brauchen wir die Worte eines Rituals, das einzig allein die pyräischen Hohepriester kannten. Die Schlüssel zum Gelingen der Mission soll ein pyrophoner Pyräer sein, dessen Körper die Zeit vor dem Verfall geschützt hat. Klingt wie Walt Disney. So. Machen wir das mal.
Ich denke, das ist machbar, oder? Das Ding ist, ich mache jetzt einfach so die Hauptquest gerade. Pam, 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 pam. Weil wir keine Ausweichmöglichkeiten haben. Wir haben ja nichts anderes an Quests. Das ist halt das Problem dabei. So. Also nicht, dass ich das jetzt schlimm finde, aber. Ne? Dass man sich nicht wundert, dass ich jetzt plötzlich so nur nach Hauptquest mache, das ist, ähnelt mich halt mir halt relativ wenig. Ich bin ja eher so das Extrembeispiel eines typ klischeehaften Rollenspielers, der immer neben Quest macht. So. Ach ja. Ja. So. Ja. Jesper, ihr wolltet mich doch sprechen. Sie sprechen hier mit Mr. Wanwa, Erzmagister der Akademie von Winterfeste. Willkommen. Wir sollen an die Erinnerung des toten Pyreas dort gelangen, weil er das Ritual für den Siegestein kennt. Klingt doch einfach. Nehmen wir mal an, ich gelange in diese Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Das klingt gewagt. Wieso braucht ihr das Ritual eigentlich? Worte. Die Magie, die ich kenne, ist eher klanglos. Drachenschreie. Wie soll ich mich in den Erinnerungen zurechtfinden? Ich spreche kein Pyreisch. Naja gut, und wo befindet sich das Relikt?
Das heißt, wir müssen zu dem Anwesen dieses Mannes reisen und ihm das Wort der Toten entwenden. Kann der Orden dieses Relikt nicht einfach vom alten Mann erzwingen? Was tun wir, wenn es schief geht? Wie genau wende ich das Wort der Toten dann an? Bitte was? Okay, jetzt war. Mittel. Wolltest du nicht auf einem Schiff nach Kile sein? Brechen wir auf? Jo, bis dann. Was haben wir hier? Das ist ein Leiche. Seid ihr eigentlich Endralea? Ihr habt einen leichten Akzent. Aus Nerim? Wieso habt ihr mir nichts davon erzählt? Ihr wart Sklave. Keine Sorge, tut ihr nicht. Wie ist die Flucht der Roboter ausgegangen? Ihr meint, er hat euch und eure Mutter einfach zu seinem Sklaven gemacht? Wie ist das möglich? Und niemand hat euch geholfen? Und wie seid ihr dann schlussendlich entkommen?
Und eure Mutter? Das ist die eines Jedermanns. Habt ihr eure Mutter denn je wieder gesehen? Na gut. Ich freue mich schon, so eine Mission mit Jesper mal zu machen. Kann, glaube ich, lustig sein. So, sondern Timberloo. Aber ich merke auch, wie der Schlechter von Ark, ne? Wir lesen ja permanent diese Reihe. Wie er ein bisschen das Bild von uns widerspiegelt in dieser Story. Der Jael Gerbers Sohn, der geflüchtet ist und einen neuen Weg eingehen wollte. So, wir, die geflüchtet sind von Nerim. Der aufgegriffen von Kadian wurde, weil er das Richtige getan hat und irgendwie durch so eine Art, ja, Vision, er wusste irgendwie, dass er das Richtige macht, und das war bei uns, ist das dasselbe mit dem Mechanismus, dass wir diese Macht haben. Wir wissen einfach, dass da irgendwas richtig ist. Und, ja, dann diese Prüfung, die wir da ablegen mussten in dem letzten Teil des Buches, eindeutig hier unser. Ja, also das könnte, obwohl, was heißt eindeutig? Das ist eher so ein Konglomerat daraus, aus der Weihe, die wir hatten, den Prüfungen, die wir jetzt ablegen, oder der Prüfung, die wir vorhin ablegen mussten, um zum Levizen aufzusteigen. Also kann man nicht so ganz leicht sagen, aber ist schon interessant, auf jeden Fall, dass da diese, also die Eindeutigkeit ist, ohne jeden Zweifel zu erkennen. Jetzt beim Myranthurm an der Steilklippe treffen. Da. Ah ja. Da bin ich schon. So. Ich hätte eigentlich vorher Sachen auf dem Marktplatz verkaufen können. Naja, egal. Jetzt machen wir erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.